Hallo Leute, ich bin der Dominik und ich begrüße euch zu einer neuen Karriere hier auf meinem Kanal. Und ja Leute, ihr wisst, ich rede nicht gerne um den heißen Brei. Ihr seht schon im Verein im Thumbnail, es ist Borussia Dortmund, aber es ist nicht die erste Mannschaft von Borussia Dortmund. Es ist die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Wir haben, glaube ich, letztes Jahr schon mit denen eine Karriere gemacht. Jetzt noch viel krassere Talente, viel geilere Talente. Und ich möchte einfach versuchen, mit denen wieder hochzukommen, besser zu werden, also wie im letzten Teil. Ich möchte besser werden wie die erste Mannschaft, den Champions League-Titel natürlich, wie in jeder Karriere holen. Mal schauen, ob das Ganze klappt. Ich werde auch viele Talente von den großen Vereinen holen, wie Dortmund, Bayern, Köln, Leipzig, wo sie halt haben. Und vielleicht auch ein paar Talente aus dem Ausland. Einfach mal schauen, wie diese Karriere laufen wird. Und ja, Leute, dann sind wir hier bei der Turnierauswahl. Wir nehmen Champions Trophy mit dem wenigsten Preisgeld, wo Motherwell, Vitoria, SC, Arunka, Livingston, Stevenage, Santa Clara und Corona, hoffentlich nicht das richtige Corona, Kielce dabei ist. Und so starten wir rein im Tor mit Unbehauen und vielleicht Oschrinski. Vielleicht verleihen wir den, holen da einen neuen. Es ist ja Lotka jetzt bei Borussia 1. Also wahrscheinlich holen wir den dann. Müssen wir einfach mal schauen. Wir haben auch nicht viele Spieler, die wir verkaufen können. Auch nur 2 Millionen Preisge 2 Millionen Budget. Rechts haben wir nur Leon Semic. Links haben wir nur Anning. Oder haben wir da sonst keine? Nee. Dann haben wir der Innenverteidigung Süver, Dams und Pudel. Da bräuchten wir vielleicht noch einen, weil wir Pfanne zum ZM umformen. Da haben wir dann eben Pfanne, Özkan, Michel, Erzkan, Lütke Fri, werden wir wahrscheinlich dann verleihen. Rechts haben wir Pasalic und Elongo Yombo. Links haben wir Bueno und Pohlmann. Eventuell werde ich dann links Elongo Yombo und Bueno haben. Rechts dann Pohlmann und Pasalic. ZM haben wir nur Eberwein, der ist auch noch relativ jung, 26. Und vorne im Sturm Njimnya und Akono Utuali werde ich wahrscheinlich verleihen. Borna Matata Mush werde ich dann verkaufen. Der ist aber auch nur geliehen von Bremen 2. Wahrscheinlich werde ich dann fest verpflichten, den Spieler. Erstes Testspiel gegen Livingstone. Und Leute, mir ist aufgefallen, Jaden Brav im linken Mittelfeld. Der war ja nur verliehen an Hellas Verona. Den haben wir direkt zurückgeholt, ist ja natürlich logisch. Der ist richtig gut. Hier spielen wir 1:1. Njimnya trifft bei uns, Nuble bei Livingstone. Jetzt sind wir beim Spiel gegen Corona. Starten wir hier rein. Das ist wahrscheinlich ein Team aus Polen. Können wir hier vielleicht einen Sieg holen? Wir spielen wieder unentschieden. Eberwein trifft bei uns. Wir holen jetzt einen Spieler, aber der ist schon bei uns. Justin Njimnya. Der ist so gut, den müssen wir holen für 1,1 Millionen unter Marktwert. Er ist jetzt für 5 Jahre da bei uns, Njimnya. Starten wir rein in das letzte Spiel gegen Arunka. Und hier verlieren wir leider mit 2:0. Nehmen kein Preisgeld mit. Wir haben jetzt einige verkaufte Spieler. Silas Oschrinski geht für 2 Jahre zu Radomia Gradom. Bornemann zu Fell für 800.000. Tatamush zu Accrington 650.000. Adai Erdjan zu Crew Alexandra 550.000 und Moses Otuali für 2 Jahre zu Rosario Central. Erstes Spiel jetzt gegen den TSV 1860 München. Hier starten wir rein in die Höhepunkte, werden alle spielen. Eckball für den TSV 1860 München. Das Layout, ja, ähnlich wie bei dem Pokal Pokalspiel in England. Starten wir hier direkt rein. Da ist Anning. Der muss ihn direkt weghauen, aber da ist dann Luca Unbehauen. Und jetzt hat Njimnya ein mehr oder weniger Alleingang in der 34. Spielminute schon, da ist Moll, kommt er noch hinterher, Njimnya, der muss jetzt hier durch, macht es aber nicht gut, aber er war halt auch alleine, was hättest du da machen sollen? Jetzt kommt die 53. Spielminute, Leon Semic da alleine gegen Bär, aber da kommen halt noch 4 Spieler. Oh, das war jetzt ein Foul, aber keiner läuft hin. Ja, dann pfeift er noch das Foul. Aber wahrscheinlich gibt es keine rote Karte, obwohl es letzter Mann war. Hätte es auch gut und gerne eine rote Karte geben können. Aber jetzt kommen sie, machen den Ball hier erstmal kurz. Dann müssen wir den Ball jetzt hier auf jeden Fall wegkriegen. Aber den müsste Luca Unbehauen haben, beziehungsweise er geht dann ins Aus. Angriff vom TSV in der 60. Minute. Wir haben eine Aktion bekommen und die haben wir nicht mal richtig genutzt. Okay, aber wir müssen jetzt hier mit der Abwehr gut alles festmachen. Dann sollte das klappen. Oh, das war ein Foul, glaube ich, von Niklas Dams. Und dann gibt es einen Elfmeter für den TSV mit Holzhauser. Und der haut ihn dann in die linke Ecke rein. Und damit liegen wir zurück. Das ist nicht gut. Kriege ich vielleicht nochmal eine Möglichkeit jetzt. Konter durch Dortmund. Das könnte jetzt gut werden. Özkan. Da läuft Njimnya durch. Können wir den da direkt hinspielen? Den können wir direkt spielen. Njimnya ist auch noch richtig schnell. Kommt er noch an Gretsch Ahiller vorbei? Und er kommt vorbei. 63. Spielminute. 1:1. Ich habe gerade noch Gretsch mal gesagt. Weil er echt immer Gretsch mal gespielt hat. Zumindest im Pokal, wo ich dann 68 gesehen habe. Aber hier macht Njimnya das 1:1, weil eine gute Vorlage von Özkan kam. Jetzt kommt wieder ein Angriff vom TSV, 75. Spielminute. Vielleicht kriegen wir, wenn wir die klären, die Aktion, nochmal eine Möglichkeit nach vorne.
aber erstmal das hier klären und nicht schon wieder so einen dummen Elfmeter kassieren. Aber da ist jetzt alles frei, aber da ist Luca unbehauen, sehr, sehr stark und damit haben wir die Situation bereinigt. Und wir kriegen wirklich nochmal eine Aktion. Enjimnia kriegt den Ball in der 82. Spielminute, aber er ist halt wieder alleine vorne. Das wird wahrscheinlich nicht gut enden. Ja, wird's auch nicht. 89. Nochmal Alleingang vom TSV. Und jetzt nochmal Tor zu kassieren, das wäre richtig bitter. Da müsste Suva noch hinterherkommen. Da ist jetzt Prinz Anning. Und der fault und das gibt's wahrscheinlich jetzt die rote Karte. Nee, gibt's nicht. Okay, das hat mich jetzt gewundert. Obwohl es auch wieder letzter Mann war. Holzhauser, die letzte Möglichkeit, unbehauen hat ihn. Und damit spielen wir 1:1 im ersten Spiel. Und dann sind wir beim Spiel gegen Ingolstadt. Die haben auch unentschieden gespielt, aber hier machen wir jetzt erstmal Schluss. Da würde ich sagen, war es für diese Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr Bock auf diese Karriere habt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Das war's von mir, Jungs. Haut rein, bis dann und tschüss.